Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder Dienstag, 15 Uhr und das bedeutet natürlich wie immer Webinar beim OMT. Heute habe ich Mario Träger, Geschäftsführer der Agentur Webwerks, zu Gast. Mario berät mittelständische und große Online-Shops im Bereich SEO und gibt sein Wissen regelmäßig in Vorträgen, Seminaren, Fachartikeln und auch Webinaren wieder. Und er hat uns heute folgenden spannenden Vortrag mitgebracht. Top 10 SEO-Fehler in Online-Shops, Erkenntnisse aus über 1000 Analysen. Bevor wir starten, habe ich immer noch die drei organisatorischen Punkte. Ihr könnt nach wie vor die Fragen in der Fragenbox stellen, die gehen wir im Nachgang durch. Ihr bekommt die Folien im Nachgang übrigens ausgehändigt und wir zeichnen wie immer das Webinar auf und ihr könnt das spätestens nach 24 Stunden bei uns in der Rubrik www.omt.de/webinare abrufen. An der Stelle wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vortrag von Mario und wir hören uns dann in der Q&A-Session wieder. Bis später. Dankeschön und auch von mir herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Top 10 SEO-Fehler in Online-Shops, Erkenntnisse aus über 1000 Analysen. Kurz zu mir noch. Bin ja schon anmoderiert worden. Mein Name ist Mario Träger. Ich bringe mehr als 15 Jahre Erfahrung im SEO für Online-Shops mit. War vorher auf der Inhouse-Seite innerhalb der Otto-Gruppe und wiederum der Witt-Gruppe. Habe dort das SEO ganz neu mit aufgebaut und bin eben Mitgründer der Agentur Webwerks und da auch für das Thema SEO zuständig als Head of SEO und als SEO sozusagen für meine eigenen Kunden. Was bringen wir für Leistungen als Agentur mit? Wir als Webwerks haben uns auf die Fahne geschrieben, SEO für Online-Shops zu machen. Das heißt, wir bringen die wichtigsten Bestandteile für Neukundenmarketing aus unserer Sicht bei Händlern mit. Allen voran SEO und SEA, also Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, aber auch Paid Social, Datenfeed-Management und das Thema Webanalyse beziehungsweise Consulting und Inhousing, wo wir auch bestehende Mitarbeiter ausbilden, damit diese dann solche Kanäle, wie oben genannt, vollständig übernehmen können nach einer gewissen Einarbeitungszeit. Für wen machen wir das? Im Grunde für mittelständische und große Online-Shops, querbeet von Marken-Online-Shops wie S. Oliver und Victorinox hin zu Multimarken-Online-Shops wie einem Dev-Shop oder einem Ochsensport in der Schweiz bis hin zu einem kleinen Schiedsrichter-Online-Shop ist da alles dabei. Hauptsache Online-Shop und Interesse oder Potenzial in den Bereichen SEO und SEA. Erkenntnisse aus über 1000 Analysen. Klingt ein bisschen viel. Wir bringen mittlerweile über 12 Jahre Erfahrung mit in unserer Agentur und ich habe hier dieses Chart so ein bisschen aufgeteilt, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was verstehen wir unter Analysen. Wir haben auf der einen Seite unsere kostenlose Kurzanalyse, die wir in beiden Bereichen machen. Das heißt, das ist mehr oder weniger auch unser Agenturmarketing. Wir halten Webinare wie dieses. Wir sorgen für Sichtbarkeit der Agentur und bieten dann eben auch diese kostenlosen Kurzanalysen an, die ich beispielsweise im SEO erstelle. Das heißt, wir kriegen einen relativ guten Eindruck und viele Eindrücke von verschiedensten Online-Shops, die eben an so Kurzanalysen interessiert sind. Was machen wir? Wir schauen uns erstmal an, was ist überhaupt das Produkt des Online-Shops? Wo steht der Online-Shop gerade? Natürlich immer mit dem Blick von extern, das heißt eher über Sichtbarkeiten anstatt über Traffic und Umsatzzahlen. Aber wir schauen an, okay, wo steht der Online-Shop? Was sind die Wettbewerber des Online-Shops? Und welche Potenziale finden wir? Das heißt, wir zeigen den Personen in solchen kostenlosen Kurzanalysen immer so 4, 5, 6 große Themen, die wir finden im Online-Shop. Und das sind tatsächlich auch meistens die gleichen. Das heißt, wir kümmern uns oder wir sehen oftmals die gleichen Probleme in den verschiedensten Online-Shops in diesen Kurzanalysen. Neben dieser Kurzanalyse haben wir dann unsere ausführliche Strategieanalyse. Das sind relativ große Analysen. Das heißt, wenn wir mit neuen Kunden zusammenarbeiten, dann gehen wir meistens durch solche Analysen durch. Das heißt, das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage, je nachdem, wie groß der Online-Shop ist. Wir crawlen den Online-Shop kurz komplett durch. Wir schauen uns die Google Search Konsole an. Wir schauen uns die Web-Analyse-Daten an und erstellen sozusagen für die nächsten ein, zwei, wenn nicht länger, Jahre einen kompletten Projektplan, welche Themen mit welcher Priorität, in welcher Reihenfolge, mit welchem geschätzten Aufwand
umgesetzt werden. Das heißt, aus so einer ausführlichen Strategieanalyse purzelt mehr oder weniger ein Projektplan für die nächsten Jahre im SEO raus. Und das sind so Analysen, wo wir einfach deutlich tiefer reingehen und nochmal deutlich mehr, ja, mehr Input natürlich rausziehen können, wie aus so einer kostenlosen Kurzanalyse. Was sind die Top 10 SEO-Fehler? An so ein Thema kann man natürlich aus unterschiedlichen Aspekten herangehen. Das habe ich auch gemerkt, als ich die Folien erstellt habe. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Ganze so ein bisschen aufteile. Sprich, ich habe euch fünf organisatorische Fehler mitgebracht. Das sind so ein bisschen eher so die Management-Fehler, die entweder von dem SEO-Manager, Online-Marketing-Manager begangen werden, manchmal aber auch von der Geschäftsführung. Also gewisse Themen werden sozusagen vielleicht auch nicht so beachtet, wie sie beachtet werden sollten. Und ich habe nochmal fünf praktische Fehler mitgebracht. Das sind dann wirklich so typische Fehler, die ich auch in so Kurzanalysen immer wieder sehe und die Kunden natürlich da auch, die potenziellen Kunden da natürlich dann auch darauf hinweise. Und da habe ich tatsächlich auch relativ praxisnahe Beispiele mitgebracht, direkt aus diesen Kurzanalysen heraus. Kommen wir zu den organisatorischen Fehlern. Erster Punkt, was man häufig sieht oder auch in den Gesprächen merkt, sind einfach falsche Kennzahlen zur Erfolgsmessung. So ein klassischer Satz: SEO läuft bei uns schlecht, unsere SIS-Sichtbarkeit sinkt. Oder wir sind mit der aktuellen Agentur nicht zufrieden. Die Sichtbarkeit steigt zwar, aber zu diesem Keyword XY stehen wir nicht auf Position 1. Das heißt, so gewisse Themen rausgepickt, irgendeine Position 1 zu irgendeinem Keyword, bedeutet Unzufriedenheit, obwohl eigentlich alles relativ gut aussieht auf den ersten Blick und alles in die richtige Richtung läuft. Oder man verlässt sich auf eine Sichtbarkeit, vertraut aber nicht den Traffic- und Umsatzzahlen oder priorisiert die einfach falsch. Hier nochmal ganz kurz, welchen Nutzen hat die Sichtbarkeit aus meiner Sicht? Die Sichtbarkeit, jetzt haben wir hier die Sichtbarkeit von Systrix, ist im Grunde eigentlich ein schönes Tool. Man muss nur wissen, für was man es einsetzt. Und im Grunde kann man über die Sichtbarkeit Auswirkungen von Änderungen im Google-Algorithmus perfekt erkennen. Man kann Wettbewerbsanalysen durchführen, um Best-Practice-Potenziale erkennen zu können. Und man kann sich natürlich mit seiner eigenen Sichtbarkeit vergleichen, sprich historisch. Das sind die Sachen, die man aus meiner Sicht nutzen kann innerhalb seiner Sichtbarkeit. Was man aber nicht machen kann, ist in meisten Fällen eine wirkliche Aussage zur Umsatzrelevanz oder Ranking. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel mitgebracht, wo man es auch nochmal nachvollziehen kann. Die grauen Balken sind der Umsatz, das rote die Sichtbarkeit. Und solche Punkte sieht man halt häufig in solchen Analysen. Das heißt, in dem Fall geht der Umsatz runter oder stagniert auf einem sehr niedrigen Niveau. Zur gleichen Zeit geht die Sichtbarkeit aber nach oben. Das kann verschiedenste Gründe haben. Saisonalitätsgründe. Das kann aber auch der Grund sein dafür, dass, hatten wir auch schon oft in diesen Kurzanalysen, wenn dann der Geschäftsführer plötzlich da sitzt und sagt, die Sichtbarkeit, alles sieht prima aus, aber mein Umsatz geht irgendwie nicht nach oben. Dann klickt man kurz in Systrix in den Bereich Verzeichnisse und sieht plötzlich ein Magazin, was den Großteil der Sichtbarkeit generiert, aber im Grunde halt keinen Umsatz generiert. Und was in dem Fall dann auch nicht gewollt war von der Geschäftsführung, dass man plötzlich mit einem Magazin da rankt, weil er eben auch mehr Umsatz generieren will. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Die Sichtbarkeit kann man sehr schön optimieren. Die Sichtbarkeit bedeutet aber nicht gleich Umsatzrelevanz. Was auch noch dazu kommt, ist, dass spezifische Keywords, vielleicht auch Keywords mit wenig Suchvolumen, solche Longtail-Keywords, in der Sichtbarkeit nicht flächendeckend berücksichtigt werden. Im Grunde aber relativ gut konvertieren. Also ein bisschen die andere Seite. Keywords, Longtail-Keywords sind dann vielleicht nicht enthalten, können aber relativ gut konvertieren. Und die Saisonalität hatte ich schon angesprochen. Man rankt für Winterreifen im Juni auf Platz 1, hat man nicht viele von. Im Oktober hätte man aber, November, Dezember, Januar, Februar, hätte man deutlich mehr davon, rankt dann aber vielleicht nicht mehr. Und so kommt ein bisschen dieses Thema durcheinander und ja, eine Sichtbarkeit ist dann nicht so 100% viel wert, wie sie es eigentlich sein könnte. Dementsprechend, dass gewisse Sachen kann die Sichtbarkeit eben nicht. Und da ist es eben wichtig, dass man Entscheidungen stets aufgrund des Traffics und des Umsatzes trifft.
Und da ist zum einen natürlich die Datenqualität wichtig. Das sehen wir vor allem aus unserem Google Ads-Bereich relativ oft, wenn wir Kunden übernehmen, dass in den meisten Fällen eigentlich die Datenqualität nicht passt. Das heißt, dass man eigentlich erst immer beim Thema Tracking Google Analytics anfangen muss, bevor man dann in die reine Optimierung reingeht. Und genau, da ist es einfach wichtig, aus meiner Sicht im SEO zum Beispiel, dass man einfach ein schönes Google Looker Studio Reporting hat mit den wichtigsten Inhalten. Was wir dann oft drin haben, sind einfach verlässliche Traffic- und Umsatzwerte im Vergleich zum Vorjahr, dass man dieses Thema Saisonalitäten so ein bisschen rausnimmt, also nicht Winter mit Sommer vergleicht, sondern eben mit dem Vorjahr, dass man auch eine Unterscheidung nach Brand- und Non-Brand-Traffic hat, insbesondere wenn man eine starke Brand ist, dass man auch mal die Brand ausklammert und sich anschaut, ja, was ist denn eigentlich unser Verdienst im SEO? Ist es unser Verdienst im SEO, dass die Brand immer stärker wird und wir dadurch mehr Traffic generieren? Oder ist der eigentliche Verdienst nicht darin, zu sagen, wir gewinnen an Non-Brand-Keywords, die eben nicht Brand beinhalten? Also Brand wäre jetzt zum Beispiel S. Oliver Handtasche, Non-Brand-Traffic wäre Lederhandtasche oder Handtasche. Dann haben wir sowas wie einen Vergleich von Analytics und Search Console-Daten, dass wir da auch zwei verschiedene Datenquellen miteinander vergleichen können. Und auch eine mögliche Abhängigkeit von SEA-Traffic, vor allem bei Brand-Traffic, die wir dann auch in solchen Reportings darstellen. Sprich, wenn man ein Brand-Online-Shop ist man eben sehr stark abhängig von, in Summe, von dem Brand-Traffic, den man hat. Wenn SEA, also Google Ads, Google Shopping, jetzt sehr stark auf die eigene Brand optimiert, wenn man noch Brandbidder, also fremde Seiten dran hat, dann gibt es natürlich da einen Unterschied zu einem Suchergebnis, wo die Brand nicht selbst auf sich bietet und man im organischen Bereich dann einen Großteil dieses Traffics abgrast. Das sollte man auch immer ja, möglichst darstellen, dass da auch im Haus ein Verständnis dafür ist, wo eben der Brand-Traffic hingeht, wie viel dann in die bezahlten Anzeigen reingeht und wie viel eben in den organischen Bereich drin ist. Aber hier die Empfehlung, Entscheidungen stets aufgrund des Traffics und Umsatz treffen und nicht den Fehler begehen, auf irgendwelchen anderen Metriken zu steuern. Dann haben wir das zweite Thema, keine strukturierte Vorgehensweise. Da kommt auch immer wieder der Spruch in solchen Analysen, oh, wir haben im SEO schon so viel gemacht, das funktioniert alles nicht. Und wenn man da ein bisschen mehr ins Gespräch reingeht, dann sieht man auch lustigerweise oft Themen, wo der Online-Shop dann tatsächlich einen gewissen Fokus hat. Also Beispiel, ein Online-Shop hat ein Page-Speed, also eine Ladezeitbewertung von 99 von 100, aber bringt sozusagen, also die Tatsache bringt aber null, wenn man im gleichen Gegenzug den Titel nicht optimiert hat oder wenn man Indexierungsprobleme hat. Das heißt, da ist es immer sehr wichtig, eine strukturierte Vorgehensweise zu haben. Das heißt, SEO nach Plan zu betreiben und SEO nicht mit Umwegen. Das heißt, wir testen mal kurz eine Metrik, wir testen mal kurz Ladezeitoptimierung oder wir führen strukturierte Daten ein und sagen dann wieder, boah, hat nichts gebracht. Das funktioniert leider im SEO nicht. SEO muss man sich eher wie so verschiedenste Zahnräder anschauen, die ineinander greifen, aber nicht einzelne Maßnahmen. Eine einzelne Maßnahme kann halt tatsächlich 0,0 bringen, wenn sie nicht mit den anderen Maßnahmen zusammengreift. Unsere Empfehlung hier ist, wenn man jetzt auch Inhouse-SEO ist oder über eine Agentur das Ganze macht, am Anfang immer diese SEO-Analysen fahren. Das heißt, eine umfassende SEO-Analyse, damit alle Themen einmal auf dem Tisch liegen. Es macht keinen Sinn zu sagen, wir machen jetzt nur eine Content-Analyse, wenn die Technik-Sachen dahinter nicht passen. Das heißt, hier eine ausführliche Analyse, einen sauberen Crawl des Online-Shops, eine saubere Datengenerierung über die Daten, die vorhanden sind und dann Technik, On-Page, Content, Off-Page komplett zerlegen, den Ist-Stand festhalten, den Soll-Stand definieren, eine Priorität festlegen und einen Aufwand festlegen. Und daraus ergibt sich dann eigentlich so ein Projektplan, wo man ganz genau sagen kann, wenn man die Expertise jetzt mitbringt, welche Themen sind wie wichtig und welche sollten angegangen werden. Wir haben im SEO immer das Problem, dass wir, ja, dass man ja sagt, SEO ist kein Sprint, sondern ein Marathon, dass man gewisse Zeit mitbringen muss. Das Schlimmste aus meiner Sicht ist aber, was aus so einem Projektplan dann passieren kann, ist, wenn man keine Reihenfolge oder Prioritäten mitgibt, dass eben ein halbes Jahr an Themen gearbeitet wird, die komplett irrelevant sind oder die eben nicht ja, das Positive bringen, was man sich eigentlich versprochen hat, und dann hört man wieder auf.
Und es ist leider so, dass gewisse Themen in den letzten Jahren auch ziemlich laut waren. Also zähle ich auch so ein ursprüngliches Lieblingsthema von mir dazu, Ladezeit zum Beispiel oder Nutzersignale haben Einzug in die Search Console gehalten, wir haben Reportings bekommen und so weiter, wo man im Nachhinein aber sagen muss, boah, die würde man von der Priorität wahrscheinlich nicht so hoch setzen, wie jetzt ein Thema interne Verlinkung oder Indexierung oder ein Thema wie, ja, wie Content, je nachdem, was eben der aktuelle Stand ist. Da muss man immer eben gut aufpassen, dass man sich da jedes Mal hinterfragt und ja, Prioritäten halt auch wirklich sinnvoll festlegt, mit dem Ziel, die wichtigen Themen zuerst anzugehen, damit man eben schnellstmöglich Erfolg erzielt und nicht irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr warten muss, bis man irgendwann mal schöne Zahlen vorstellen kann. Dann kommen wir zum weiteren sehr häufigen Fehler. Wir betreuen auch sehr viele Relaunchers. Wir haben jetzt erst gerade zwei Relaunch-Projekte wieder reinbekommen für den aktuellen Monat und sehen da natürlich sehr, sehr viel. Das heißt, ja, wenn man sich so ein bisschen Ergebnisse anschaut in Systrix und sieht, welche Shops da abstürzen, ich nehme es schon vorweg hier, was haben diese Shops gemeinsam? Sie stürzen natürlich alle ab zu einem Zeitpunkt, wo es meistens dann kein Google-Update gab. Das heißt, hier ist relativ schnell immer klar, ein Relaunch steckt dahinter. Das heißt, entweder wurde das Shop-System gewechselt oder innerhalb des Shop-Systems wurde eine Version gewechselt oder man bleibt auf der gleichen Version und ändert eine URL-Struktur. Also von bis sind da Themen dabei und das sind eigentlich immer die gleichen Probleme. Zum einen das Thema Redirects. Ich habe hier nochmal ein älteres Beispiel mitgebracht, was es einfach schön verdeutlicht. Es gab mal diesen dfb-fanshop.de, der die DFB-Trikots verkauft hat. Und der hat sich 2014, Ende 2014 gedacht, oh, ich möchte auf die DFB-Seite switchen, auf fanshop.dfb, hat aber vergessen, die Weiterleitungen mitzunehmen. Das Gleiche ist aber dann auch wieder Mitte 2019 passiert. Da ging es dann nämlich wieder zurück und auch hier wurden die Weiterleitungen nicht gesetzt. Und so hat man Stück für Stück seine Sichtbarkeit eigentlich minimiert. Und das ist tatsächlich das häufigste Thema, was man sieht. Es wird nicht an Redirects gedacht oder nur voll unvollständig. Und das andere Thema ist auch eigentlich ziemlich leicht. Bestehende Inhalte werden beim Relaunch nicht übernommen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was gibt es denn für Inhalte? Ich habe jetzt einfach mal die Zalando-Kleiderseite genommen. Dann haben wir sowas wie die URL. So, wenn die sich ändert, dann können wir Redirects setzen. Damit haben wir das größtenteils schon erschlagen. Wir haben aber auch sowas wie Meta-Title, Meta-Description. Wir hatten schon Relaunches auf den Tisch bekommen, sage ich jetzt mal, die durchgeführt wurden vor 2 Wochen vorher. Die Sichtbarkeit ist komplett eingebrochen und ich bin auf den Shop und habe gesehen, okay, ihr habt den Startseitentitel auf allen Kategorien und auf allen Produktdetailseiten. Das heißt, man hat einfach vergessen, die Title und Description zu übernehmen. Wir haben sowas wie die H1 oder weitere H-Tags. Wir haben sowas wie eine interne Verlinkung. Auch ganz wichtig. Wenn sich natürlich eine interne Verlinkung für gewisse Seiten ändert, ändert sich natürlich auch eine Bewertung. Und wir haben natürlich auch sowas wie SEO-Content. Das habe ich später auch gleich nochmal, was ein wichtiges Thema ist. Im Bereich E-Commerce hat sich einiges getan. Aber auch das bringt natürlich eine gewisse Änderung mit. Da ist es ganz wichtig, SEO-Erwartungen an einen neuen Online-Shop frühzeitig zu kommunizieren. Deswegen sage ich immer, wenn wir solche SEO-Projekte übernehmen, kommt der Kunde meistens eigentlich zu spät zu uns. Das heißt, er kommt zu uns und sagt, nächsten Monat ist der Relaunch. Eigentlich müsste man ja mindestens 3 Monate vorher einplanen, bevor die Entwickler sozusagen loslegen oder bevor die Entwickler sozusagen oder dass die Entwickler überhaupt noch Zeit haben, zu sagen, hier, wir entwickeln eine SEO-Requirement-Liste, nennen wir es, zu allen Themen, sieht man es auf der rechten Seite, haben wir technische Grundkonfigurationen, wie soll die Serverkonfiguration sein, wir haben Technical SEO, Indexierung und Crawling, wie soll die XML-Sitemap sein, wie sollen die strukturierten Daten sein, also was erwarten wir sozusagen vom neuen Online-Shop? Und da kommen SEO-Inhalte rein aus dem aktuellen Online-Shop, da kommen auch die technischen Konfigurationen aus dem aktuellen Shop rein, da kommen dann geplante Maßnahmen rein. Wir wollen ja auch die Chance nutzen,
Sachen, die wir vielleicht im letzten einen Jahr nicht mehr umsetzen konnten, jetzt im neuen Online-Shop umzusetzen oder Sachen, die sich verändert haben. Und was ich auch schon oft erlebt habe, ist dieses Thema, wir haben dem Entwickler gesagt, alles soll so bleiben, wie es ist. Und dann spricht man mit dem Entwickler, aber weiß, was er bei der Paginierung beachten soll, wie ein Produktlisting aufgebaut werden soll. Und er sagt, boah, keine Ahnung, aus SEO-Sicht weiß ich das nicht. Ich hätte jetzt einfach mal das Standard-Template sozusagen genutzt. Und das Standard-Template wäre dann im schlechtesten Fall eben falsch. Das heißt, den Fehler sollte man nicht begehen und aus SEO-Sicht frühzeitig die Erwartungen auf den Tisch legen, mit den Entwicklern sprechen, zu sagen, ist das klar, was wir von euch erwarten? Und dann wirklich, ja, in die Diskussion gehen, Tickets dafür erstellen und die Sachen auch Stück für Stück abnehmen. Das ist ein häufiger Fehler, der passiert. Und was ich jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen habe, ist dieses Thema, es wird immer schwieriger aus meiner Sicht für Entwickler, also IT-Agenturen, oder auch für die Firma an sich, den Zeitplan einzuhalten. Das heißt, man unterschätzt sozusagen, was ein Relaunch an Zeit kostet, also den Aufwand. Und kommt am Ende dann ins, ich nenne es mal Strudeln, weil man dann ja plötzlich sagen muss, boah, SEO hatten wir jetzt fürs Ende aufgehoben, schaffen wir nicht mehr, wir müssen auf jeden Fall wegen Versionswechsel oder wegen Lizenzthemen auf jeden Fall online gehen. Das machen wir dann alles nachher. Und das funktioniert leider nie. Das ist auch ein Thema, was passiert. Das heißt, man, ja, sagt der Fehler an sich ja schon, man unterschätzt einfach den Relaunch in Summe. Und hat dann auch wieder Probleme im SEO. Kommen wir zum Punkt 4. Die SEO-Skalierung vernachlässigen. Wir wollen, dass SEO ja auch ein skalierbarer Kanal ist und in dem Kanal auch Stück für Stück wachsen. Wir haben für uns drei Phasen der Keyword-Skalierung definiert. Was man links in diesem zwiebelförmigen Kreis sehen kann, sind in der Mitte unsere Kategorie- und Produktdetailseiten. Das ist die Ausgangsbasis. Jetzt können wir hingehen und können sagen, je nach Online-Shop, das ist nicht bei jedem Online-Shop sinnvoll, wir könnten über den Schritt 1 eine Filternutzung für Google generieren. Das heißt, wir können Filter öffnen für SEO, damit wir für Farbe, Größe, Material ranken können. In jedem großen Fashion-Online-Shop ist das auf jeden Fall ein sehr großer Hebel. Wenn man sich das vorstellt, wir haben unsere Damen- und Herren-Kinderkategorien, im besten Fall auch noch geschlechtsneutrale Kategorien, damit wir auch auf Jeans, Sweatshirts, T-Shirts ranken können und nicht nur auf Damen- und Herren-Kinder-T-Shirts. Und dann gehen wir rein in T-Shirts und können über die Filter dann auch für schwarz, blau, rot, grüne T-Shirts ranken oder auch für T-Shirts in S, M, L, XL oder auch für Baumwoll-T-Shirts oder natürlich auch für Brand plus T-Shirts. T-Shirts von Hugo Boss, T-Shirts von North Face, T-Shirts von XY. Das sind Themen, die immer sinnvoll sind bei Fashion-Online-Shops. Bei einem B2B-Online-Shop muss man schauen, ob die Farbe ein Element ist, was wichtig ist, die Größe, ob man das auch so einfach über alle Kategorien stülpen kann oder ob man für jede Kategorie es einzeln definieren muss. Was auch immer Sinn macht, ist der Schritt 2, zusätzliche SEO-Landing-Pages. Das heißt, sich da Quellen anschauen. Was suchen die Leute in der internen Suche? Was suchen die Leute über Google Ads Keywords? Was sind Wettbewerber Keywords, die wir aktuell nicht abdecken? Und das ist ein großer Unterschied. Ich habe das heute nochmal ganz frisch auch gesehen für Handtaschen zum Beispiel. Da gibt es so viele Handtaschenformen, die ich als Mann jetzt nicht auf dem Schirm habe und nicht kenne. Aber wenn man sich so ein bisschen interessiert für diese ganzen Sachen, sieht man plötzlich, okay, 5000 Suchvolumen, 10.000 Suchvolumen. Und dann ist natürlich schnell die Frage, boah, krass, warum haben wir diese Kategorie nicht, wenn wir einen Handtaschen-Online-Shop haben? Das heißt, das ist dieses Thema SEO-Skalierung. Und der letzte Schritt ist das Thema Ratgeber. Warum der letzte Schritt? Man sieht rechts dieses kleine Dreieck nach unten zeigen, das ist die Conversion Rate. Dementsprechend sagen wir immer Magazin am Schluss. Das Hauptziel eines Online-Shops ist in den meisten Fällen, wir wollen mehr Umsatz generieren und nicht, wir wollen nur mehr Traffic generieren. Wenn man sich jetzt ein Magazin gleich von Anfang an hinstellt, dann wird man mehr Traffic generieren, aber in den wenigsten Fällen mehr Umsatz. Wir haben schon so viele Magazine mit aufgebaut, große Magazine auch, die Millionen an Klicks haben im Jahr. Es ist
einfach nicht vergleichbar mit einer Conversion Rate im Online-Shop. Das heißt, dieses Thema Suchintention ist wahnsinnig wichtig und dementsprechend kommt das Magazin bei uns in der Skalierung immer am Schluss. Es ist immer wichtiger, ein Keyword zu haben wie rote Handtasche kaufen und dafür zu ranken, Umsatz zu machen, wie ein Keyword wie rote Handtasche kombinieren als Beispiel. Dementsprechend am Schluss, aber auch natürlich ein guter Skalierungshebel. Ich habe nochmal hier ein Beispiel von den Zalando-Filtern, weil die einfach relativ gut und relativ breit gelöst sind. Das heißt, wir sind hier auf der Kleiderseite für Damen, auf der linken Seite. Und dann habe ich den Filter rot ausgewählt. Was passiert rechts? Wir sind jetzt auf der Damenbekleidung-Kleider/rot. Wir haben automatisch einen H1, der heißt rote Kleider für Damen. Wir haben automatisch einen Titel, der heißt rote Kleider. Und wir haben automatisch eine Description, die heißt auch rote Kleider. Das heißt, Zalando hat das hier relativ gut gelöst, kann ihre Filter komplett nutzen, egal ob es Marke, Farbe, Größe, ich glaube auch Obermaterial, Design und so weiter ist. Das zweite Thema, mehr Keywords, das bilden wir meistens über Hub-Seiten ab. Bei Bergzeit haben wir es ein bisschen größer gemacht, da haben wir in der Navigation hier Sportarten eingeführt, weil wir eben gesehen haben, viele Leute suchen sehr sportartenkonzentriert, also nicht nur nach Outdoor-Hosen, sondern sie suchen auch nach Bergsteigerhosen, Laufhosen, Yoga-Hosen, Fahrradhosen und so weiter. Und haben darüber dann Landing-Pages erstmal erstellt, die über diesen Sportartenbereich intern verlinkt und können dann natürlich relativ gut jetzt hier in dem Beispiel für Laufmützen ranken, wo wir vorher eben keine Kategorieseite haben. Und genau, hatten dann damals rund 420 zusätzliche Kategorien in den Index gebracht, die wir vorher eben nicht hatten. Beispiel hier Laufuhr, Skitourenhandschuhe und so weiter. Genau, und natürlich auch schön Sichtbarkeit generieren können. Ich habe hier nochmal ein Beispiel mitgebracht, da sieht man es relativ schön, auch im Online-Shop aus einer Kurzanalyse heraus. Der Online-Shop hat jetzt hier, das ist die Damenjackenseite, man sieht schon, der hat hier 10 Unterseiten. Also sind, ich glaube, im Grunde waren es mehr als 200 Produkte, mehr als 200 Damenjacken. Und man sieht hier schon, es geht nicht weiter. Also da gibt es keine weitere Ebene, also eine Ebene 1, 2 und Ebene 3 dann sozusagen für das Thema Damen-Winterjacken, Damen-Sommerjacken, Damen-Bomberjacken, Damen-Daunenjacken und so weiter. Also auch da ein Riesenhebel, wenn ich plötzlich für alle Jackenarten ranken kann und nicht nur für die Oberkategorie Jacken. Jetzt könnte man sagen, ja, ich habe doch die Produkte, die ranken dafür, aber die Wahrheit ist auch da, in der SEO-Welt sind einfach Kategorien deutlich beliebter wie Produkte bei normalen organischen Suchergebnissen. Bei Google natürlich jetzt nicht eine spezifische Jacke, im schlechtesten Fall hier eine pinke Lederjacke zeigen will, wenn jemand nach Lederjacken Damen sucht, sondern er will natürlich auch eine gewisse Auswahl dem Kunden präsentieren. Kommen wir zu Punkt 3. Ratgeber. Schönstes Beispiel hier ist immer noch das, zu meiner Sicht, bei uns, was wir mitbetreut haben im kleinen Rahmen, das Gorilla Sports Magazin. Das ist ein einfacher WordPress-Blog, wo wir rund 40, 48 Artikel recherchiert haben und die dann professionell schreiben haben lassen. Also Artikel wie kann ich zu Hause ein Homegym einrichten? Wie trainiere ich richtig mit einer Kettlebell? Wie funktioniert Muskelaufbau für Frauen? Und haben da relativ viel Traffic darüber generiert und natürlich auch mit den richtigen Keywords für die Zielgruppe gerankt. Beispiel Home Gym einrichten ist jetzt auch ein Keyword, wo man dann tatsächlich dann auch eine gute Conversion halt erzielen kann und nicht nur ein Thema, wo die Leute dann einfach sich informieren und die Übung nachmachen als Beispiel. Genau, auch da schöne Sichtbarkeit generiert, über 1 Million Klicks mit den wenigen Artikeln im Jahr ungefähr. Über den Blog und da auch natürlich neben Branding und Traffic zumindest auch ein bisschen Umsatz generiert über Artikel, die dann doch vielversprechend sind. Kommen wir zum letzten SEO-Fehler aus dem ersten Bereich, also sprich aus den Management-Fehlern, ist im Grunde das Thema langsam auf Veränderungen reagieren. Wir haben in der SEO-Welt, ich glaube, wenn man das ganze Thema von außen sieht, sagt man oft irgendwie, boah, ändert sich ständig irgendwas. Die Wahrheit ist, würde ich sagen, es ändert sich eigentlich relativ wenig, wenn man fest in dem ganzen Bereich arbeitet oder sitzt.
Wenn sich aber was ändert, dann sollte man auf jeden Fall dabei sein. Und da ist, glaube ich, jetzt gerade wieder eine sehr, sehr gute Zeit, wo man einfach sagt, das wäre wichtig. Wenn wir uns das ganze Thema mal anschauen, SEO im Wandel oder im ständigen Wandel, dann sind aktuell zwei Themen auf dem Tisch, die einfach wahnsinnig große Veränderungen mit sich bringen. Das ist einmal das Thema Google Free Listing und einmal das Thema Google AI Overview. Was passiert? Google zeigt, wie man auf der linken Seite sieht, zum Beispiel von Lacoste Polo, innerhalb der organischen Suchergebnisse Organic Shopping Listings oder Google Free Listings an. Das heißt, das ist kein Google Shopping, das ist wirklich kostenlos, also Organic Shopping. Und das, je nach Suchergebnis, wird von Google auch ziemlich aggressiv angezeigt. Das heißt, manche Suchergebnisse gibt es, wo das Organic Shopping über dem ersten Suchergebnis steht. Und auch hier in dem Fall, wenn man jetzt annehmen würde, Amazon steht auf Platz 1, dann wird der Platz 2 natürlich auch sehr, sehr stark verdrängt. Das heißt, es wird hat eine große Auswirkung, wenn Google das noch stärker anzeigt zukünftig auf auf das Klickverhalten des Nutzers und dadurch natürlich auch auf unseren Traffic. Und auf der rechten Seite sehen wir eben Google AI Overview. Das heißt, der Versuch von Google mit generativer AI oder KI Themen zu beantworten, zum Berater eben zu werden. In dem Fall jetzt, was sind die besten Geschenke für fünfjährige Jungs, dann ist es eben so, dass bisher natürlich dann Magazin gerankt hat. Und jetzt ist es so, dass Google die Antwort selbstständig eigentlich gibt und sagt, hier, das sind Bereiche, die interessieren Kinder oder Jungs, Outdoor-Artikel, Books, kreative Sachen, Science-Sachen, Boardgames, also Brettspiele und so weiter, Puzzles. Und das sind die Produkte, die ich dir in dieser Kategorie empfehlen würde. Und hier kannst du sie kaufen. Also eigentlich wieder ein Free Listing in AI Overview. So, kurz nochmal hier: Google Free Listings, Organic Shopping. Die sind bereits seit über einem Jahr in deutschen Suchergebnissen. Ich habe vor 2 Jahren auf der SMX einen ersten Vortrag dazu gehalten. Das fühlt sich schon sehr, sehr lange an. Da war es noch so, dass Google das Ganze getestet hat in Amerika seit längerem. Und jetzt ist es eben schon bereits seit mehr als einem Jahr in den deutschen Suchergebnissen nicht so stark, also noch nicht immer so stark wie jetzt, aber Google hat es bereits getestet. Wir sehen hier zwei Beispiele, links sowas wie Birkenstock, wo man dann direkt das ist ein Schweizer Suchergebnis, also unter Deichmann, also in Dosenbach in der Schweiz, direkt das Suchergebnis findet. Und auf der rechten Seite hier nochmal schwarze Sandalen, ein Beispiel aus Amerika, wo hier sehr viele Filter vorkommen und wo man eigentlich nur noch Organic Shopping Beispiele hier hat, obwohl man im Alle-Bereich ist, also keine normalen SEO-Suchergebnisse hier mehr sieht. Dann hier nochmal kurz ein Beispiel von AI Overview. Das wurde in Amerika und weiteren Ländern jetzt gerade ausgerollt oder wird schon ausgerollt. Das heißt, auch ein Thema, was jetzt nicht mehr komplett neu ist, wo man sich halt zukünftig auch darauf vorbereiten muss. Links so ein Beispiel wie, welche Sandalen bei Hallux Rigidus? Da gibt es einen ganz normalen Ratgeber. Rechts sieht man den Ratgeber eigentlich gar nicht mehr. Der wird hier oben nur noch ganz klein verlinkt. Und Google schlägt schon direkt auch wieder mit Free Listing und dem AI Overview-Thema vor, ja, welche solltest du denn kaufen? Also man muss gar nicht mehr in den Ratgeber reingehen, sich mühsam das Ganze durchlesen, sondern man kriegt eigentlich schon die Produktempfehlung. Und die neue Disziplin, die sich daraus dann ergibt, ist eigentlich die Google Shopping Graph Optimierung. Das heißt, es gibt eben diesen Google Shopping Graph, Machine Learning gestützter Echtzeitdatensatz von Google. Und wir müssen zukünftig den eben optimieren, indem wir Informationen bereitstellen. Da habe ich gleich auch nochmal einen Punkt dabei bei den häufigsten Fehlern. Das heißt, da, genau, man muss sich um solche Themen kümmern. Man muss sich das anschauen und gefühlt gibt es die Themen jetzt auch schon, wie gesagt, in den deutschen Suchergebnissen seit über einem Jahr. Es sind aber bei den Kunden immer noch neue Themen, die nicht wirklich angegangen werden bei den potenziellen Kunden. So, jetzt kommen wir zu den praktischen SEO-Fehlern. Ja, nicht überraschend, vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber was ich in jeder Kurzanalyse, in jeder größeren Analyse eigentlich sofort sehe, wenn der Crawl beendet ist, Basics wie Meta-Tags werden nicht umgesetzt. Und häufig ist es so, man spricht dann über Trends,
sehr beliebt, weil ja auch dieses Thema Voice Search und so weiter geht dann in den Online-Shop rein und sieht, boah, wir brauchen eigentlich gar nicht über Voice Search oder irgendwelche Zukunftsthemen sprechen. Schaut mal eure Meta-Tags an. Ich habe jetzt hier zwei, drei Beispiele mitgebracht. Hier zum Beispiel ein B2B-Online-Shop für Desinfektionsmittel. Der Titel sieht wie folgt aus: Desinfektion, Kategorien in der Übersicht, Shop. Die Description ist gar nicht vorhanden. Und das hat sich in dem Beispiel eigentlich durch den kompletten Online-Shop durchgespielt. Meine Empfehlung hier: Ich habe es mal kurz mit dem Sistrix-Snippet-Generator erstellt. Wie gesagt, das ist nicht mit dem Kunden irgendwie abgestimmt. Das sind noch keine Optimierungen drin oder bessere USPs. Das ist einfach mal ein erster Vorschlag. Aber sowas wie Desinfektionsmittel von Marke online bestellen ist einfach schon deutlich besser und ist eben das richtige Keyword und nicht irgendwie Desinfektion. Weil Desinfektion ist kein transaktionelles Keyword, wo ich ein Desinfektionsmittel kaufen will, sondern ich will wissen, was ist Desinfektion, wie funktioniert das und so weiter. Und auch hier Description, alles ist besser als nichts. In dem Fall ist es, würde ich sagen, deutlich besser, jetzt Desinfektionsmittel im offiziellen Online-Shop bestellen, Qualitätsprodukte made in Germany und dann vielleicht auch nochmal die Telefonnummer, was eben ein B2B-Online-Shop ist. Beispiel 2, sehr ähnlich, eine Kurzanalyse vor 2 Wochen. Die Kategorien sind wie folgt: Pendelleuchte, Wohnzimmer, Archiv und die Description fehlt. Auch hier wieder moderne Pendelleuchten fürs Wohnzimmer online kaufen. Jetzt Pendelleuchten im Lampen-Online-Shop von Viva Leuchten kaufen. Kostenlose Lieferung ab X Euro. 8,8 von 10 Kundenbewertungen, große Auswahl. Irgendwie so in die Richtung. Wie gesagt, das muss man immer alles nochmal abstimmen. USPs natürlich auch klären. Was überzeugt den Kunden, bei euch zu kaufen? Dann kann man die Sachen auch nochmal besser gestalten. Aber das sind einfache Sachen, einfache Tag, also einfache Templates vielleicht auch, die man einfach ganz schnell über den kompletten Online-Shop stülpen kann und eine wahnsinnige Verbesserung dann eigentlich erzielen kann. Das ist im Grunde das Fenster nach außen. Das heißt, mein Title und meine Description sind die Elemente, die mich in den Google-Suchergebnissen erstmal repräsentieren, die aber überhaupt auch ein Ranking ermöglichen. Und hier auch ein Beispiel vor Pets World. Das ist ein Hunde-Online-Shop gewesen. Der Titel heißt einfach nur Jacken. So, was sind das für Jacken? Wird für Google und für den Nutzer eigentlich gar nicht klar. Es sind nämlich Hundejacken für den Winter und nicht einfach nur Jacken. Das heißt auch hier Hundejacken für den Winter online kaufen. Garantiert winterfest ist dein Hund mit unseren Jacken. Jetzt online bestellen. Große Auswahl, versandkostenfreie Lieferung. Einfach da ganz wichtig: Title ist ein Ranking-Faktor, die Description ist kein Ranking-Faktor, soll aber zum Klicken. Zu den Kunden zum Klicken animieren. Das heißt, in den Titel gehört das richtige Keyword. Nicht Jacken, sondern Hundejacken, Winter, online kaufen oder Online-Shop und so weiter und so fort. In die Description gehören Sachen, die den Kunden am Ende zum Klicken animieren. Kommen wir zum nächsten Thema: Suchintention und Content. Wir hatten es jetzt heute schon ein paar Mal. Auch sehr, sehr wichtiges Thema. In den letzten Jahren hat sich da ziemlich viel getan. Das heißt, eigentlich sind wir im E-Commerce-SEO weg von diesen ultralangen SEO-Texten. Also Google kommuniziert das Ganze schon seit über 5 Jahren. Das heißt, die Empfehlung ist eigentlich, kurze Texte verwenden, wenig informationsgetriebener Inhalt, sondern transaktioneller Content. Der Kunde will kaufen, der will nicht auf einer Kleiderseite sich informieren, wie ein Kleid gewaschen wird, sondern der will das Kleid kaufen. Und der Ratgeber-Content kommt nicht in den Shop, sondern ins Magazin. Also deutliche Empfehlungen, die wir auch sehr, sehr oft mittlerweile schon getestet haben und immer gute Erfolge daraus erzielt haben. Für manche aber sehr, sehr schwierig, weil, ja, weil sie eben immer noch in dieser Welt leben, brauchen sehr, sehr viel Text. Der Text war teuer, den wir generiert haben und so weiter. Auch hier wieder ein Text aus einer Kurzanalyse zum Thema Elektroheizung. Ja, das ist ein kompletter Ratgeber. Das heißt, welche Elektroheizung gibt es? Ist die Elektroheizung energieeffizient? Welche Vorteile? Wie kompliziert ist die Steuerung, Installation? Welche Sicherheitsmerkmale, welche Heizungen benötige ich? Welche Vorteile? Das ist ein Ratgebertext. Das ist kein Text, der auf einer Online-Shop-Seite kommen sollte. Und das ist eine Kategorie hier. Und in dem Fall hatte der Online-Shop tatsächlich massive Probleme durch diesen Text, weil verschiedenste Seiten so viel Content hatten und sich dann gegenseitig auch kannibalisiert haben. Und im schlimmsten Fall, was auch Google sagt, ist, dass wir deinen Online-Shop eben nicht mehr als Online-Shop
identifizieren, sondern als Ratgeber. Und dann ranke ich eben halt nicht, wenn jemand Elektroheizung eingibt. Andersrum ist es auch wichtig, dieses Thema Suchintention so zu verstehen, dass man sagt, Beispiel, ich will für Blazer ranken, also rankt meine Kategorie dafür, nicht mein Magazin. Wenn ich bei Google Blazer eingebe, ist ganz klar, Google zeigt mir Shop-Inhalte und kein Magazin. Das heißt, die Suchintention bei Blazer ist, da will jemand was kaufen. Der will sich nicht informieren, was ist ein Blazer. Genau, ich habe hier auch noch so ein paar Beispiele, so alte SEO-Texte, Paintboy mit Keyword-Dichte oder auch sowas wie Messeneuheiten 2021 im Jahr 2024. Das heißt, auch da Texte überarbeiten, die können häufig dazu führen, dass Seiten nicht ranken. Keine Keyword-Dichte mehr heutzutage. Keine großen Vorgaben. Wir wollen gute Inhalte. Wir wollen ein Magazin einfach einen Inhalt erstellen, der beste Inhalt da draußen ist. Das heißt, ich orientiere mich an der Konkurrenz und versuche, den Inhalt besser wie die Konkurrenz zu schreiben. Und im Shop konzentriere ich mich auf transaktionelle Keywords. Das heißt, ich schreibe nicht 5000 Wörtertexte, sondern der Kunde will kaufen. Ich informiere kurz den Kunden, warum er bei uns kaufen sollte und was er hier kaufen sollte. Und danach kommt das Produktlisting. Und alles andere kommt ins Magazin. 8 und 9 habe ich zusammengepackt, was einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht ist und ein Thema, was wir so gut wie immer in diesen Kurzanalysen auch drin haben. Auch in den größeren Analysen natürlich. Auch hier ein Beispiel wieder. Die XML-Sitemap, die Paginierung bzw. die Internetverlinkung spielen eigentlich immer zusammen. In dem Fall war es jetzt so, dass ich den Shop gecrawlt habe, aber auch die XML-Sitemap. Und man sieht hier links einfach mal so eine kleine Auswertung aus Screaming Frog. Ich gehe mal kurz durch. Im Grunde ist es so, dass fast 5500 Shop-URLs im Shop gefunden werden können, aber nicht in der XML-Sitemap vorhanden sind. Das heißt, die XML-Sitemap ist unvollständig. Auf der anderen Seite werden rund 6119 URLs in der XML-Sitemap gefunden, die sind aber im Shop gar nicht mehr erreichbar. Das heißt, die haben eine Weiterleitung. Das heißt, die XML-Sitemap ist unvollständig, unsauber und unaktuell. Jetzt ist es aber nochmal so, dass 5500 URLs innerhalb der XML-Sitemap wieder gefunden werden können. Die sind aber nicht im Shop zu finden. Und das sind so zwei Themen, die man immer wieder sieht. Das heißt, die XML-Sitemap ist relevant für Google, weil sie ein zusätzliches Signal für eine Indexierung mitgibt. Also sie weist Google darauf hin, schau mal, die URLs habe ich, crawl die bitte regelmäßig. Und es ist natürlich ein schönes Mittel in der Search Console, ein Monitoring zu haben. Wenn man sich den Abdeckungsbericht anschaut und filtert nach der XML-Sitemap, dann sieht man, ah, okay, ich habe hier 1000 Seiten in der XML-Sitemap, 900 davon sind indexiert. Jetzt muss man sich natürlich dann die Frage stellen, warum sind denn die 100 Seiten nicht indexiert? Und kann dann tiefer reingehen. Wenn ich aber jetzt so eine XML-Sitemap habe, die einfach unsauber ist, dann kann ich die auch gar nicht nutzen. Und für Google sieht sowas natürlich auch nicht nach Qualität aus. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn wir annehmen, die XML-Sitemap ist komplett sauber, dann möchten wir eigentlich auch, dass alle Produkte aus der XML-Sitemap im Shop gefunden werden können. Weil die interne Verlinkung nochmal eine gute Priorisierung oder ein guter Hebel sozusagen ist, um Seiten an Google zu geben. Theoretisch bräuchte ich eine XML-Sitemap nicht. Ich könnte alles über die interne Verlinkung lösen. Deswegen finde ich die interne Verlinkung nochmal deutlich wichtiger. Und jetzt ist es in dem Fall so, dass in der Sitemap von diesen bisschen mehr als 10.000 Produkten, 5.518 eben gültig sind. Das heißt, die sind vorhanden, die können aber gar nicht im Shop gefunden werden. Und das häufigste Thema, was wir eben sehen, ist hier auch wieder das Thema, wie gehe ich mit der Paginierung um? Wir haben hier 1, 2, 3, 17 Seiten. Das sind die Deckenleuchten. Also es gibt so viele Deckenleuchten, damit 17 Seiten notwendig sind im Online-Shop. Könnte man vielleicht auch ein paar Produkte mehr anzeigen auf einer Seite. Aber die Seite 2 in dem Fall ist für Google gar nicht anklickbar. Das heißt, die ist per JavaScript verlinkt, aber nicht im Quellcode. Das heißt wiederum, Google kann gar nicht auf Seite 2 kommen und die Produkte auf Seite 2 eben nicht finden. Würde Google auf Seite 2 kommen, dann ist in dem Fall sowieso gelöst, dass die Paginierung per Rautezeichen, also per Hash-Wert hier gelöst ist. Den Hash-Wert liest Google nicht aus. Also alles, was rechts vom Hash-Wert steht,
liest Google gar nicht und dementsprechend ist es für Google unmöglich, auf eine Paargenehmigungsseite zu kommen. Dementsprechend erkennt Google auch die Produkte darauf nicht. Das ist auch ein Thema, komme ich auch gleich nochmal drauf, was mit Google für Listing Organic Shopping vielleicht auch ein bisschen wichtiger geworden ist. Ein weiteres Beispiel, anderer Online-Shop, gleiches Thema. Ich habe hier X Produkte ohne interne Verlinkung. Ich habe hier X Produkte innerhalb der XML-Sitemap. Aber auch hier wieder, es sind ungefähr 1670 Produkte, die eben keine interne Verlinkung haben. Was ist hier der Fall? Es ist der Mehrartikel anzeigen. Es gibt hier keine richtige Paginierung, sondern einfach nur Nachladen. Ist auch einfach nur ein Button für Google, gar keine Information, welche Seite solltest du besuchen, um die Produkte mehr als, also das Produkt 49 bis XY sehen zu können. Also auch hier keine Möglichkeit für Google, über den Online-Shop die Produkte zu finden. Also da ganz wichtig, XML-Sitemap und interne Verlinkung in Verbindung mit Paginierung ist elementar wichtig und ein großer Punkt im technischen SEO, den wir immer wieder sehen. So, kommen wir zum letzten Punkt. Vollständige Produktdaten, das ist ein ziemlich aktuelles Thema in Verbindung mit Organic Shopping, was wir aktuell aber auch sehr, sehr häufig sehen. Hier mal ein Beispiel aus einem großen Fashion-Online-Shop. Wenn wir im Organic Shopping ranken wollen, dann ist es wichtig, dass das Merchant Center, was ja lange Zeit nur ein Google Ads SEA-Thema oder Tool war, jetzt aber immer mehr zum SEO-Tool wird, dass das Merchant Center alle Produkte kennt. Es ist aber häufig so, in den meisten Beispielen, die ich mir aktuell nicht anschaue, dass, wenn wir uns die Master-Produkte nur anschauen, also keine Produktvarianten, dass das nicht vollständig ist. In dem Fall, bei diesem Fashion-Online-Shop, war es zum Beispiel so, dass 14% der Master-Produkte nicht im Shopping-Feed zu finden sind. Und dann kann ich eben mit diesen Master-Produkten später auch nicht in Organic Shopping ranken. So. Und dafür sollte man sorgen, dass das eben vollständig ist. Ich habe jetzt hier nochmal einen Chart gebaut, was dafür notwendig ist. Also was sind eigentlich die Produktdatenquellen für Organic Shopping, Merchant Center? Und wie kommen Produkte oder einzelne Listings auf einem Produkt in Organic Shopping, also diese Kacheln, diese Free Listings, überhaupt zustande? Das ist zum einen intern verlinkte Produkte im Shop. Was sind häufige Probleme? Durch eine falsche Paginierung oder eine fehlerhafte, unvollständige XML-Sitemap werden nicht alle Produkte von Google überhaupt gefunden. Und Produktvarianten werden eigentlich niemals im SEO intern verlinkt. Das erzeugt, hat in der Vergangenheit Duplicate Content erzeugt. Das heißt, wir verlinken eigentlich immer nur eine Master-Variante. Für Organic Shopping werden aber auch die Produktvarianten interessant. Die Produktdaten im Produktdatenfeed, im Merchant Center, sind die wichtigste Quelle eigentlich. Die Optimierung des Produktdatenfeeds liegt aber aktuell ich würde sagen, bei 99% der Firmen im SEA-Team. So, was sind häufige Probleme? Das SEA-Team hat einfach über ein Feed-Tool, also geht meistens so hin, dass sie über das Feed-Tool einfach für sie unwichtige Produkte herausfiltert. Das heißt, Produkte mit wenig Verfügbarkeit, Produkte mit einer geringen Marge, die uns im SEO eigentlich dann egal ist, hat das SEA-Team herausgefiltert, weil sie sagen, sowas wollen wir im Google Shopping-Bereich eigentlich gar nicht bedienen. Das brauchen wir gar nicht. Und jetzt stehen wir da und wundern uns, dass in Organic Shopping, was eben den gleichen Produktdatenfeed nutzt, in den meisten Fällen nicht genügend Produkte vorhanden sind. Und das andere Thema ist eben semantisch ausgezeichnete Produktvarianten auf Masterprodukten. Das heißt, wir können mittlerweile auf einem Masterprodukt eine semantische Auszeichnung vornehmen, die eben auch Produktvarianten zeigt. Da ist das häufige Problem, diese erweiterte semantische Auszeichnung, die ist eben seit Februar diesen Jahres neu, also nicht mehr so neu, aber die ist seit Februar eben wurde die bei Google eingeführt, wird aber von vielen Online-Shops, die ich mir so anschaue, eben halt einfach noch nicht verwendet. Das heißt, das ist ein neues Thema, was jetzt immer wichtiger wird in Verbindung mit Free Listings, dass eben auch die Produktdaten für SEO auch und nicht immer nur für SEA optimiert werden und vor allem auch überhaupt erstmal vollständig sind. Also erstmal überhaupt quantitative Voraussetzungen und dann eben in die qualitativen Voraussetzungen reinzugehen. So. Komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Wie gesagt, heute einmal die Herangehensweise, das Ganze so ein bisschen aufzuteilen, organisatorische Fehler und praktische Fehler. Wir haben einmal das Thema falsche Kennzahlen, also da ganz wichtig,
sich auf die richtigen Daten zu verlassen, auf die wichtigen Daten. Wir haben das Thema keine strukturierte Vorgehensweise, da wirklich im Plan erarbeiten, Maßnahmen planen, das Ganze priorisieren. Relaunches auf jeden Fall nie unterschätzen, immer genügend Zeit einplanen und vor allem auch die Voraussetzungen festlegen, damit die Leute, die an so einem Relaunch arbeiten, auch wissen, was wird aus den verschiedensten Kanälen hier aus der SEO-Brille überhaupt erwartet. Dann SEO-Skalierung, immer dafür sorgen, dass man den Online-Shop optimiert und weiter skaliert, neue Landing-Pages generiert und auf Veränderungen, die wichtig sind, vor allem jetzt die großen Veränderungen, die anstehen im Bereich E-Commerce-SEO, nicht langsam reagieren, sondern testen, aufnehmen, mit dem Merchant Center spielen. Wir können Gutscheine jetzt über das Merchant Center steuern, die auch im organischen Suchergebnis angezeigt werden. Da passiert einfach sehr, sehr viel. Bei den praktischen Fehlern erstmal immer auf die Basics konzentrieren. Klar, Free Listing und Organic Shopping ist jetzt, ja, und AI Overview mega spannend. In der Vergangenheit war Ladezeit, Mobile Get-On, zig Themen waren spannend. Aber trotzdem sollte man erstmal die Meta-Tags und die Basics umsetzen. Dann ganz wichtig, Suchintention und Content aufpassen, vor allem im E-Commerce-Bereich. Transaktionelle Suchvolumen gehören dem Online-Shop, informationsgetriebene Suchanfragen gehören dem Magazin. Dann innerhalb des technischen SEOs, XML-Sitemap und interne Verlinkungen, wie gehe ich mit der Paginierung um, sehr elementare Themen und zuletzt eben das Thema vollständige Produktdaten, wenn man sich dann fit für Google Free Listing slash Organic Shopping machen will. So, dann freue ich mich auf eure Fragen, falls welche da sind. Und zum Schluss auch nochmal von mir schon mal danke für die Aufmerksamkeit. Wie immer gibt es auch hier das Angebot für so eine kostenlose Strategie-Session. Genau, ich nehme mir da wirklich Zeit für jeden Online-Shop. Das heißt, ich schaue mir mindestens 2 Stunden die Online-Shops an, die wir da so reinbekommen, liste alle Potenziale auf, mache eine schöne Präsentation fertig und dann kann man auch nochmal in der Session einen Team-Call von 60 Minuten einfach durchgehen durch die Präsentation, sich das Ganze anschauen, da nochmal Fragen mitnehmen und auch wirklich über über euren Online-Shop sozusagen und die Potenziale sprechen. Hervorragend. Vielen, vielen Dank, Mario. Ich denke, die letzte Dreiviertelstunde war wieder sehr, sehr viel Input. Ich hoffe, dass die Teilnehmenden den ein oder anderen Punkt von dir direkt morgen schon umsetzen können. Wir haben tatsächlich ein paar Fragen und ich würde gerne die Zeit nutzen, direkt zu starten. Zu Beginn kam die erste Frage rein: Wie wichtig sind Backlinks und was wäre eine Strategie für den Backlink-Aufbau für kleinere Online-Shops ohne großes Werbebudget? Denn externe Link-Building-Agenturen sind scheinbar sehr teuer. Ich würde sagen, also Linkaufbau ist allgemein ein sehr teures Thema, weil die Blogger natürlich in den letzten Jahren auch viel gelernt haben, was sie verwenden können. Das heißt, es fängt so bei 300 € für einen normalen Link an und geht dann auch in den vierstelligen Bereich. Ich würde ganz ehrlich immer sagen, schauen, was macht die Konkurrenz, mich vergleichen sozusagen. Gibt es zum Beispiel hier Ahrefs, Ahrefs als Tool, ahrefs.com, ahrefs.com, wo man auch gut nochmal Wettbewerbsanalysen machen kann. Und wenn ich mich dann allzu weit von der Normalität oder meinen Wettbewerbern unterscheide, dann würde ich sagen, ist Linkaufbau auch noch sinnvoll. Also wenn ich dann zum Beispiel einfach nur schlechte Links habe und die anderen sind irgendwie bei 50 von 100 als Bewertung oder wenn mir einfach Links fehlen. Aber es ist immer teuer. Es ist einfach immer ein teures Thema. Das muss man einfach wissen. Dieses ganze Thema Content Marketing, Kreativität, ja, ist auch nicht so nachhaltig. Das hat man auch oft gesehen. Man kennt so ein paar Content-Marketing-Kampagnen, die so ja, dreistellige Links gebracht haben. Da steckt aber auch sehr, sehr viel Aufwand dahinter. Und das ist für so einen kleinen Online-Shop eigentlich auch nicht zu machen. Was ein einfacher Tipp immer ist, ist eine eigene Brand im Site-Alert bei Google zu beobachten. Und wenn dann eine Tageszeitung oder irgendjemand über einen schreibt, dass man kurz zum Hörer greift und sagt, hey, könnt ihr uns nicht verlinken? Ihr habt doch gerade hier über uns geschrieben. Dass man die Branchenbücher mal durchgeht, das macht auch für Google My Business Optimierung, also für lokale Suchmaschinenoptimierung Sinn. Und so ein bisschen, wie gesagt, an der Konkurrenz orientieren. Wunderbar. Zu Beginn hattest du in deinen Folien etwas mit den Jacken hauptsächlich platziert. Und da kam die Frage: Wie macht ihr das dann bei Hebelfilter Jacken mit dem Double Content? Grüne Jacken, rote Jacken, ist ja gleicher Content außer Farbe. Also ich hatte ja ein bisschen später dann nochmal das Thema Suchintention und Content besprochen.
Sprich, die Best Practice heutzutage wäre eigentlich, dass man relativ wenig Content auf einer Kategorieseite hat. Dementsprechend würde ich sagen, eine grüne Jackenseite hat einen Titel, der heißt Grüne Jacken online kaufen. Die Description Grüne Jacken online kaufen hat vielleicht noch eine H1 Grüne Jacken und dann, wenn überhaupt, noch einen SEO-Content. Also, wenn man sich das bei Zalando anschaut, ist das gleiche Beispiel. Ich würde mal tippen, dass eine grüne Jacke noch nicht mal einen SEO-Content bei Zalando bekommt. Und wenn nicht, kann man halt auch nochmal über grün schreiben und kurz sagen, hey, wir verkaufen hier grüne Jacken. Aber viel tiefer will ich nicht reingehen, weil wenn ich einem Texter sage, schreib mal 500 Wörter, dann fängt der plötzlich an und sagt, wie kann ich am besten grüne Jacken kombinieren? Und dann sind wir halt wieder im Magazin. Genau. Also Wunderbar. Google will eine sehr spezifische grüne Jackenseite und die liefern wir ihm oder dem Bot, indem wir einfach grüne Jacken zeigen. Alles klar. Die nächste Frage lautet, wenn Google Freelistings die klassischen organischen Ergebnisse verdrängt, was passiert mit Unternehmen, die keinen Shop haben? Ich glaube, die haben es jetzt schon schwer. Also es gibt, glaube ich, also kommt immer aufs Keyword drauf an, aber es gibt, glaube ich, aktuell, wenn ich jetzt nach Jacken suchen würde, keine Seite, die rankt, die kein Online-Shop ist. Das heißt, Google weiß es relativ genau, was ist die Suchintention und zeigt eben da auch nur Shops an. Ja, ein Online-Shop, das ist vielleicht so ein Thema im B2B-Bereich. Wenn man so einen Produktkatalog hat, aber keinen Online-Shop dahinter, dann hat man einfach einen großen Nachteil. Und immer wenn ich mit B2B-Shops spreche, nehme ich das Thema eigentlich aktuell auch mit und sage, das ist eine strategische Entscheidung, die ihr treffen müsst, wie ihr zukünftig damit umgeht. Weil als B2B, nennen Sie es mal Katalog, wirst du zukünftig halt es echt schwer haben, wenn jemand nach einem Produkt sucht, du aber nicht dafür rankst. Und ich hatte auch auf LinkedIn mal so ein schönes Ding gepostet, das ging um das Thema Elektroheizung. Da hat man auch einfach gesehen, dass sowas wie Elektroheizung dann einfach Organic Shopping ganz oben steht. Das heißt, wenn du jetzt reingehst und sagst, ja, ich habe hier einen Katalog für Elektroheizungen, aber kein Ding, dann bist du einfach nicht dabei. Also wirklich strategische Entscheidungen, vor allem für so Shops, die jetzt aktuell, also für Seiten, die aktuell halt noch keinen Shop haben, aber sowas Ähnliches darstellen. Für alles andere ist es jetzt schon schwer, überhaupt auf Shop-Keywords zu ranken, würde ich sagen. Okay, dann machen wir weiter. Wie relevant ist die Meta-Description? Ich dachte nämlich, dass diese sogar von Google überschrieben wird, selbst wenn man eine eigene Description hinterlegt hat. Genau, ich glaube, ich habe es kurz erwähnt. Title ist ein Ranking-Faktor, die Description nicht. Die sollte zum Klicken animieren. Trotzdem ist es so, wenn ich eine vernünftige Description habe, kann, nicht muss, also kann Google die auch anzeigen. In den meisten Fällen ist es, glaube ich, so, dass Google die überschreibt, wenn Google eben sagt, da ist gar keine vorhanden oder die ist nicht perfekt. Was passiert bei so Online-Shops, wenn ich einen Online-Shop habe, der jetzt keinen SEO-Content aufweist, sondern der einfach ein Produktlisting hat? Dann versucht Google natürlich eine sinnvolle Description zu erstellen. Die Description ist aber jetzt nicht so, dass Google das per KI irgendwie perfekt modelliert und sagt, jetzt günstig kaufen und bla bla, sondern Google pickt sich einfach Inhalte raus. Und dann steht dann plötzlich da Jacke, Winter, Größe S, 1825, verfügbar und so weiter. Und das heißt, ich habe einfach eine komplett hässliche Description, die aus irgendwelchen Wortbausteinen zusammengebaut wird, weil Google eben kein Futter hat und Google damit nicht umgehen kann. Ich würde die Description immer pflegen, wenn, also im einfachsten Fall einfach nur ein Template über alle Kategorien, ein Template über alle Produkte stülpen. Also Kategoriename, online kaufen, jetzt bei uns im Online-Shop, versandkostenfrei, bla bla bla, einfach einmal drüber stülpen. Und dann habe ich mit wenig Aufwand eine Description, die einfach immer funktioniert. Wenn Google sie überschreibt, dann ist es halt so, aber der Aufwand dahinter war sehr, sehr gering. Okay. Ja, es kommen aktuell sehr gute, sehr viele Fragen rein. Wir machen direkt weiter. Geht es jetzt um die Filterseitenindexierung? Eher für jedes Keyword mit relevantem Suchvolumen eine eigene Kategorieseite erstellen oder eben Filterseiten indexieren? Bei einem Shop wie Zalando halte ich es für gerade zu unmöglich. Ich glaube, die Verbindung war gerade schlecht.
Ah, da ist er Festgestellt, weg. hörst du mich noch? Ja, ich bin. Ja, ich höre dich noch. Ich sehe dich nur nicht mehr. Jetzt wieder. Da müsste ich wieder sein. Ja, perfekt. Hattest du die Frage mitbekommen oder soll ich sie noch mal wiederholen? Stell es nochmal. Also am Anfang hatte ich mitbekommen und dann nicht mehr. Genau, eher für jedes Keyword mit relevantem Suchvolumen eine eigene Kategorieseite erstellen oder eben Filterseiten indexieren. Bei einem Shop wie Zalando halte ich es für geradezu unmöglich, wie für jedes relevante Keyword eine eigene Webpage zu erstellen. Genau, also Beispiel Zalando ist tatsächlich automatisiert. Das hat man am Titel und an der H1 sieht man das relativ schön. Da wird dann einfach halt rot dran gehängt. Also ich habe Kleider online kaufen und dann ist es einfach rote Kleider, schwarze Kleider, blaue Kleider. Das heißt, wenn man die Filter öffnet, ist es größtenteils eine Automatisierung, die man einfach so durchspielt. Wenn man einen kleineren Online-Shop hat, dann macht das nicht immer Sinn, diesen technischen Aufwand zu betreiben. Das ist das Beispiel Gorilla Sports bei mir zum Beispiel ist im Kopf. Da sind wir damals hingegangen und haben einfach gesagt, wir erstellen diese Kategorieseiten manuell. Also wir sehen zum Beispiel Hanteln 5 Kilo, Hanteln 10 Kilo, pinke Hanteln, die haben Suchvolumen, die blauen Hanteln aber nicht, weil es die meistens nicht gibt. Also müssen wir nicht jeden Farbfilter aufmachen, sondern lass uns einfach diese Landingpage erstellen und die auf einer Hub-Seite intern verlinken. Wenn man sich das mal anschauen will, bei Gorilla Sports gibt es unten im Footer Inspiration, den Linktext Inspiration. Wenn man da draufklickt, das ist eine Hub-Seite, die all diese Filter, also die all diese zusätzlichen Landingpages einfach sammelt und wir haben eben nicht den Filter dafür genutzt. Bei großen Online-Shops würde ich immer den Filter nutzen und sehr stark auf Automatisierung gehen. Das heißt, da wird eben nicht für jede Farbe eine eigene Kategorie im Kategoriebaum erstellt, sondern es wird automatisiert über alle Farben und Kategoriekombinationen erstellt. Passiert auch oft mit Markenkategoriekombinationen. Da ist es ja auch so, in einem Online-Shop, wenn ich 100 Marken habe, erstelle ich selten im Kategoriebaum für jede Marke Nike Hoodie, Nike T-Shirt, Nike Unterhose, Nike Sneaker eine eigene Kategorie, sondern es sind automatisierte Markenkategoriekombinationen. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit der Frage, was genau ist unter semantisch ausgezeichneten Produktvarianten zu verstehen? Kannst du uns hier ein Beispiel geben? Also ich kann sozusagen mit, also das ganz Einfache ist sozusagen, ich kann mein Produkt semantisch auszeichnen. Das nennt sich, das Vokabular nennt sich schema.org und ich kann einfach ein Produkt semantisch auszeichnen. Das heißt, ich gebe Google Informationen im Quelltext mit, was das Produkt für einen Namen hat, was das Produkt für eine Verfügbarkeit, für einen Preis, für ein Bild und so weiter hat. Dafür einfach mal strukturierte Daten, Google oder schema.org. Schema.org, also schema.org, googeln. Und da gibt es auch eine schöne Dokumentation für alle strukturierten Daten. Man kann auch Rezepte auszeichnen, man kann Veranstaltungen auszeichnen. Google zeigt dann teilweise Rezepte, Veranstaltungen in den Suchergebnissen anders an. Im SEO ist es so, ich weiß nicht, ob man meinen Bildschirm sieht. Sieht man die Präsentation oder meinen Bildschirm? Genau, also es gibt hier von Google gewisse Dokus, Einführung in das Markup für strukturierte Daten. Jetzt ist es eben so, dass wir vorher immer ein Produkt ausgezeichnet haben. Das heißt, wir haben gesagt, das Produkt hat eine Verfügbarkeit, es hat eine Farbe, es hat einen Preis. Aber das Produkt ist immer ein Masterprodukt. Also in Online-Shops ist es in 99% der Fällen so, dass Google nur die Masterprodukte sieht, die Varianten dahinter nicht, die verschiedenen Farben und so weiter. Und im Februar hat John Müller eben das vorgestellt, dass jetzt eben auch die Möglichkeit gibt, in den strukturierten Produktdaten, das ist das schema.org, also schema.org/product, kann man auch so eingeben in die URL, dass da auch die Möglichkeit besteht, Varianten mit auszuzeichnen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, hey, dieses Produkt hat auch Varianten und die Varianten unterscheiden sich in Farbe und Größe und so weiter und kann all diese Informationen im Quellcode sozusagen mit schema.org oder JSON-LD mitgeben. Also da einfach mal kurz googeln, sich das anschauen. Die meisten Online-Shops, wenn man jetzt so ein Shopify hat, bei so kleineren Online-Shops, die unterstützen das schon automatisch.
Bei größeren ist es häufig, ja, muss es häufig verbessert, aktualisiert werden. Und das Thema ist jetzt eben seit Februar neu und dementsprechend haben es noch nicht so viele Online-Shops, dass sie die Varianten auch mit ausgezeichnet haben. Die nächste Frage lautet zum Thema falsche Paginierung und dem angesprochenen Mehrproduktanzeigen-Button, der aus SEO-Sicht nicht ideal ist. Wie sieht hier eine sinnvolle Lösung aus? Genau, also der erste Weg ist erstmal zu hinterfragen, ist es ideal oder nicht? Also diesen Abgleich zu machen. Also wenn alle Produkte intern verlinkt werden, dann ist dieser Button okay. Sprich, wenn ich genügend Unterkategorien habe, die es Google ermöglichen, auf das letzte Produkt über die interne Verlinkung zu kommen, dann kann man diesen Button einführen. In den meisten Fällen ist es aber so, dass dieser Button eben Google dabei blockiert. Und wenn man diesen Button behalten will, da gibt es ja auch immer Entscheidungen aus Usability-Sicht, aus Conversion-Optimierung-Sicht und so weiter, wo wir jetzt im SEO nicht mitsprechen oder nicht mitgesprochen haben, dann ist es eben so, dass man diesen Mehr-Anzeigen-Button behält, der dem Button aber eine Information mitgibt, also ein einfaches Ahref im HTML, also sprich einen Link mitgibt und einfach sagt, hey Google, hinter dem Button ist auch ein Link, verfolge diesem Link und dieser Link geht dann auf die Seite 2. Das heißt, man sorgt dann einfach dafür, dass es diese Seite 2 auch gibt, dass man die aufrufen kann, dass die heutzutage auch indexierbar ist und ein Canonical auf sich selbst oder kein Canonical hat, das ist auch noch ganz wichtig, aber zumindest, dass sie im ersten Schritt erstmal aufrufbar ist. Das heißt, man gibt Google einen Link mit über diesen Button. Wenn im Quelltext einfach nur Button steht, dann ist es halt für Google ein Button, schön, aber man muss die URL als Link auch mitgeben. Dann funktioniert es auch und genau. Wunderbar. Gibt es einen Richtwert für die Textlänge in Kategorien? Orientiert man sich da an den Shops, die auf der ersten Seite ranken? Auch ein guter Punkt. Ich würde sagen, wenn man das einhält und sagt, es ist eine gewisse Suchintention notwendig und ich will keinen Ratgeber auf meiner Kategorieseite, sondern der Ratgeber gehört in den Shop, dann kann es nicht sein, dass man viel Text auf einer Kategorieseite unterbringen kann. Weil ich bei dem Thema Kleider schnell in Richtung Pflege komme oder kombinieren oder sonst irgendwas, nur mal als Beispiel. Das heißt, was wir aktuell machen, sind einfach kurze Anreißetexte über den Produkten. Das sind so 2, 3, 4, 5 Sätze und mehr eigentlich nicht. Das heißt, Konzentration auf Kategorien. Und das Thema ist so alt, dass, also wie ich damals in der Otto-Gruppe angefangen habe, bei WIT, war das natürlich ein sehr aktuelles Thema. Wir haben SEO neu aufgesetzt, wir haben uns um den Titel gekümmert, dann um den Content. Und selbst da, und das ist halt jetzt schon über 10 Jahre her, wussten wir damals schon, hey, diesen Text interessiert keiner. Keiner will eine Kaufberatung zum Thema Kleider in Textformat. Wir haben den Text unter die Produkte gesetzt, wir haben den Text noch versteckt, indem man ihn einklappen oder ausklappen konnte. Und wir sind einfach jetzt nach all diesen Jahren irgendwo an dem Punkt, wo Google sagt, so ein Text auf einer Kategorieseite, der interessiert mich einfach nicht so stark. Ich brauche den ein bisschen, dass ich Futter habe, dass da mal Kleider drinsteht und so weiter. Aber es macht keinen Sinn, diese riesen Kaufberatungstexte auf solchen Kategorien zu haben. Alles klar. Wie wichtig sind Alt-Tags und die richtige Benennung der Bilder? Ist wichtig, vor allem ist natürlich wieder für die Google-Bildersuche. Das heißt, wenn ich in der Google-Bildersuche ranken möchte, dann sollte ich da die Alt-Tags haben. Ist, glaube ich, jetzt auch, also gibt es zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Feature in Screaming Frog, wo man mittlerweile Bilder crawlen kann und automatisiert zu jedem Bild ein Alt-Attribut erstellen kann. Das sind Themen, die haben vor 10 Jahren, hätten die ja noch ewig gedauert, wenn ich gesagt hätte, hey, wir haben 50.000 Produkte, wir brauchen jetzt hier Alt-Tags, die alle manuell geschrieben werden. Oder man behilft sich eben den Produkttitel. Aber auch da ein Thema, wo man, glaube ich, ziemlich schnell viel automatisieren kann und eben für das Bilder-Ranking relevant. Bilder-Ranking wiederum ist relevant für gewisse Online-Shops, die ja, vor allem jetzt auch in so einem, vielleicht auch Fashion, aber vor allem auch in so einem Bastelbereich, wo man aus sich auch viel inspiriert und so weiter, ist Bilder-Traffic auch relativ positiv. Und auch da stecken die Google Free Listings eigentlich auch wieder drin. Das heißt, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Nicht das wichtigste Thema, aber wenn man es auf dem Schirm hat und noch Potenzial da vorhanden ist, auf jeden Fall mit aufnehmen auf den, innerhalb des Projektplans.
Die nächste Frage, hattet ihr schon mal die Situation, dass eurer Meinung nach die SEO-Optimierung gut abgedeckt war, der Sichtbarkeitsindex aber dennoch nur sehr langsam bis gar nicht nach oben geht oder sogar nach unten gegangen ist? Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, also eigentlich selten. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich, wir hatten mal einen Kunden, da hat sich tatsächlich die Nadel nicht bewegt, sagen wir es mal so. Das sind aber dann meistens Kunden, die eine starke Historie haben, die in Richtung Spam oder großen Problemen auf der Seite gingen. Das heißt, die wahrscheinlich mal abgestraft wurden oder sonst irgendwas. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass sich immer was bewegt, wenn man alle Maßnahmen durchzieht. Wie gesagt, SEO ist wie so ein Zahnradthema. Das heißt, wenn man jetzt denkt, irgendwie die Ladezeit ist perfekt, die strukturierten Daten sind da, aber im Endeffekt Google Probleme bei der internen Verlinkung hat oder Indexierung, dann ist es wieder, genau, dann steckt da das Problem. Also auch gerne mal die URL per E-Mail schicken, wenn man denkt, man hat alles gefunden, da kann man da gerne nochmal drüber sprechen. Da wird sich immer was finden, glaube ich, was dann am Ende vielleicht der Hebel ist. Manchmal dauert es ein bisschen. Und wie gesagt, in seltenen Fällen ist es einfach die Historie. Da habe ich mir auch schon einmal mindestens, also einmal, das ist ein Beispiel, wo ich weiß, den Zahn ausgebissen an einem Projekt. Das ging einfach nicht mehr nach oben. Da ist dann irgendwann vielleicht auch besser, eine URL zu ändern oder sonst irgendwas. Das sind dann, wenn dann krasse Sachen in der Vergangenheit da passiert sind. Und das ist halt in der SEO-Welt so, dass in der Vergangenheit, wenn man jetzt 10, 20 Jahre zurückdenkt, dass da halt auch sehr viel Zeug getrieben wurde in Verbindung mit Linkaufbau und so weiter, massiv. Das kann schon mal passieren. Dann machen wir direkt weiter. Schreibt ihr die SERP-Snippets selbst und pro Produktdetailseite oder per Hand oder geht ihr da maschinell vor? Ja, niemals. Also wirklich Templates nutzen. Also wenn ich jetzt einen Online-Shop habe und ich unter 100 Produkte natürlich nur habe und ich sage, das ist jetzt irgendwie mega wichtig und ich bringe da eine gewisse Leidenschaft mit, dann kann man da schon händisch vorgehen. Aber einen Online-Shop mit 30.000 Produkten, jede Woche kommen 50 neue Produkte dazu, das ist einfach, das macht keinen Sinn. Da würde ich einfach ein Template definieren. Also Beispiel, wenn man jetzt sowas sagt wie Marke, Produktbezeichnung, Schuh, vielleicht noch eine ID dahinter, dass man Duplicate Content, dass man keine doppelten Titel produziert, online kaufen bei Schuhe, Online-Shop XY, dann ist das perfekt. Ob ich jetzt dann noch schreibe, fantastische Schuhe oder Schuhe zum XY, da kann man, glaube ich, nicht mehr so viel rausholen. Das kann ich dann immer noch machen, wenn ich so Lieblingsprodukte habe, Top-Seller und so weiter. Aber wenn man einen Online-Shop hat mit gewisser Produktanzahl, immer automatisiert. Selbst bei Kategorien machen wir es in den meisten Fällen so. Klar. Genau. Also als Basis die Automatisierung und wenn man dann will, kann man auch gern noch manuell nachjustieren. Und die letzte Frage, die wir durchgehen können, wie autark geht ihr bei der Suchmaschinenoptimierung vor? Wir erleben es häufig, dass jedes Detail, SERP-Snippets, H1 und so weiter, bis ins Letzte abgestimmt werden muss. Dass es teils schon zu lange dauert, da bis zur Entscheidung gewisse Relevanzen schon gar nicht mehr gegeben sind. Wie geht ihr in der Praxis mit so etwas um? Also ich glaube schon, dass wir auch jetzt in so einer kostenlosen Erstanalyse oder in unserem Erstgespräch schon darauf hinweisen, dass wir sagen, hey, ihr müsst da auch mitziehen. Und wenn wir so Analysen machen, dann purzeln da auch sehr viele technische Themen raus. Das heißt, da muss eine IT an Bord sein, die muss auch bei der Vorstellung dabei sein und die muss auch Kapazität haben. Und das sind schon Themen, da meistens wissen das die Kunden und deuten dann schon darauf hin, ja, oder es ist schon fast eine Entschuldigung manchmal, wir werden jetzt erstmal weniger Kapazität haben, dann konzentriert man sich erstmal auf andere Themen, aber es ist schon so, dass der Kunde mitspielen will. In den meisten Fällen gelingt das auch immer. Genau, manchmal verschiebt sich halt auch so ein bisschen und es geht dann halt auch so bis zum Thema, dass man sagt, okay, dann pausiert man mal den Vertrag, weil es macht einfach jetzt gerade keinen Sinn, ohne Manpower des Kunden da mitzulaufen. Und unsere Kunden haben ja auch immer eine gewisse Größe. Das heißt, es ist nicht so, dass wir als SEO-Agentur da überall Hand anlegen könnten und Sachen verändern. Das heißt, der Kunde, vor allem IT-technisch, muss mitziehen.
Und genau, wenn es so Brand-Online-Shops sind, da ist es schon so, dass das natürlich da auch abgestimmt werden muss. Das heißt, da wird dann mit Brand abgestimmt, da muss man einfach sehr gut argumentieren. Also warum möchte man den Brandnamen jetzt nochmal im Produkt, im H1 drin haben, obwohl es für den Kunden klar ist, warum ist SEO wichtig? Da geht es dann manchmal meistens immer wieder von vorne los. Muss halt immer oft argumentieren, warum gewisse Sachen wichtig sind, vielleicht auch mal einen Testcase. Die ersten Landingpages erstellen, zeigen schon mal hin, wie gut das funktioniert und genau. Es hat auch immer ziemlich viel Kommunikation, was man als Agentur auch hat. Und ja, immer transparent darstellen, dass es ohne den Kunden auch nicht geht. Wir haben jetzt keinen Zauberstab als Agentur und sitzen da und es passiert alles von alleine. Wunderbar. Mario, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und vor allem auch für deine adäquaten Antworten jetzt auf die ganzen Fragen, die reingekommen sind. Ich bin da immer fasziniert, wie man aus der Hüfte raus direkt die ganzen Fragen beantworten kann. Vielen Dank dafür. War auf jeden Fall ein neuer Rekord, glaube ich, heute bei Anzahl der Fragen, zumindest für mich. Na, war wunderbar, hervorragend. Nochmal an die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die noch da sind. Ihr bekommt die Folien trotzdem im Nachgang nochmal ausgehändigt. Das Webinar geht morgen online. Ihr könnt den direkten Kontakt zu Mario suchen, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn euch der Weg einfacher über den OMT vorkommt, könnt ihr uns auch gerne anspielen. Wir gehen dann direkt mit Mario in den Austausch. An der Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die jetzt noch bis zum Ende dabei geblieben sind. Ich wünsche euch allen einen schönen Resttag und hoffentlich bis zum nächsten Webinar beim OMT. Bis bald. Ciao, ciao.